Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Destiny. Wir werden heute gemeinsam einen Level 24 Strike spielen. Mal gucken, was ich so für Mitspieler bekommen werde. Einen Strike gab es ja jetzt schon länger nicht mehr. Haben wir zwar öfters in den Livestreams gespielt, aber jetzt wird es auch mal wieder so einen Strike geben. Gespannt, welchen wir jetzt hier zur Auswahl in der Auswahl bekommen haben. Etwas Dunkles lauert tief im Höllenschlund. Wir spüren es. Eine Scharmonstrosität, gezüchtet für unvorstellbares Übel. Wir müssen in ihre Beschwörungsgruben eindringen und dieses Geschöpf zerstören, bevor die Schar es auf uns hetzt. Okay, wir haben den Mondstrike erhalten, die Beschwörungsgruben auf Level 24. Ich muss sagen, der Strike, den habe ich jetzt auch schon öfters gemacht. Er war wirklich mit Level 12 am schwersten und... Nun, das war deine Idee. Finden wir dieses Ungeheuer. Und ab dann fand ich... ging's eigentlich. Also ich habe jetzt nicht mehr so viele Probleme mit diesem Strike, als am Anfang. Da habe ich ja wirklich sehr gekämpft. Ah, ich muss mal ganz kurz den Sound bei meinem Fernseher ein kleines bisschen leiser drehen. Nicht, dass man das dann übers Headset nochmal hört. Wer weiß, wie weit wir runter müssen, bis wir die Beschwörungsgruben finden. Hallo, Buddy. Sehr nett, sehr nett. Okay, wir gucken mal hier. Ab jetzt geht's eigentlich erst richtig los. Ab jetzt sind die Gegner hier auf Level 24. Aber das sollten wir alles gebacken kriegen hier. Wir müssen da durch. Ich versuche, das Tor zu öffnen. So. Ein Triptychon mit Scharu. Es heißt, sie seien unknackbar. Schlage die Schar zurück. Das mache ich doch liebend gerne. Die wissen, dass wir hier sind. Ich mache mich an die Arbeit. Na, aufpassen, dass mich jetzt hier nicht jemand von hinten attackiert. Okay, das tat etwas weh. Das tat etwas weh. Sehr schön. Neukonfiguration. Moment. Na komm. Und erledigt, aber das war noch nicht die komplette Welle. Noch eine kleine Hexe und ein paar Ritter. Von denen sollte man sich trotzdem fernhalten, weil die machen trotzdem sehr, sehr viel Schaden. Ja, 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 genau das. Das meine ich, das war jetzt natürlich nur zu Demonstrationszwecken. Nein, also man sollte da schon wirklich aufpassen. Genauso wie die Hexen. Sie halten vielleicht jetzt nicht mehr ganz so viel aus, wenn ihr ein höheres Level erreicht habt, da ihr natürlich mehr Schaden austeilt. Aber
Sie können euch trotzdem noch einiges an Schaden machen. Oh, nope, 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 nope. So, da haben wir noch eine Hexe hier. Ah, verdammt, zu hoch. Oh, da ist einer gefallen. Ich hab's. Das Tor öffnet sich. Wunderbar. Das war's schon. Weiter geht's. Hast du mich gerade geschlagen? Ich glaube, du spinnst. So, der kann sich ja dann um die hier kümmern. Ich kümmere mich um diesen netten, hübschen, sympathischen Oger. Klingt, als kämen wir näher. Der Knochenzirkel. So. Ah, jetzt bin ich natürlich wieder voll reingerannt. Ich Intelligenzbolzen. Das war jetzt nicht so gut. Du sollst nicht mich hauen. Ich bin auf deiner Seite. Dann auf die 12. So, let's get the party started. Ja, ja, komm, mach einen Abgang. Ey, wieso läufst du mir vorbei? Ey, du spinnst wohl hier. Gegner wollen mich hier nicht mal attackieren. Oh, er ist schon von der Kette los. Dann sollten wir uns mal eine andere Position suchen. Okay. Der greift mich an. In der Zeit werde ich mal hier meinen Raketenwerfer wieder auffüllen. Oh, what? Ging der Schuss daneben?
Adi, du musst schon stehen bleiben hier. Wenn man auf dich schießt. So viel Anstand muss sein. Oh, Gegner spawn, Gegner spawn. Oh, hat er irgendwie schwere Munition gedroppt hier? Wunderbar. Ah, du hast ein legendäres Engramm gefunden. Das freut mich für dich. Ich bekomme ja die mal so alle 500 Jahre. Oh shit, okay, das war ein bisschen leichtsinnig. Das war leichtsinnig von mir. So, immer schön auf den Bauch schießen. Das tut ihm am meisten weh hier. Komm schon, Buddy, guck zu mir. Hier bin ich. Au. Okay, jetzt hat es wieder auf mich abgesehen. Oh, hallo. Der nächste Gegner-Spawn hier. Na, komm schon. Okay. Erstmal ein paar Sekündchen warten. Das hat weh, das hat weh. Okay, die Verfluchten sollte ich vielleicht etwas von mir fernhalten. Es könnte wehtun. So, wo ist denn jetzt hier der Dicke? Ah, scheiße, hier ist irgendwo, wo ist die Hexe? Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gar nicht aufgefallen, dass es mein Geist mittlerweile geschafft hat, Munition für mich zu finden. Ah. Ah. Raus, 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 raus. Ah. Ey, was fällt ihr jetzt alle um? Was soll denn das? Altersschwäche. Erstmal hier die Hexe loswerden. Sehr schön. Oh, und er ist tot. Du hast es erledigt. Endlich wurde das Monstrum zerstört. Die Vorhut wird dankbar sein. Eine Kreatur der Finsternis wurde besiegt und unsere Welten vor diesem Übel verschont. Doch wie viele Scharmonstrositäten sind noch da draußen und wachsen in der Dunkelheit heran. Wir werden es wohl allzu bald wissen.
Okay, hier liegt leider nichts für mich rum. Dann dance ich mal mit. Sehr schön. Ein Shader. Den habe ich schon. Und ein Engramm. Nun gut, ist jetzt nicht die größte Ausbeute, aber die Strike-Playlist ist auch, also für mich zumindest, mehr dazu gedacht, um diese Vorhutmarken zu sammeln. Deswegen, und da ich sowieso sehr, sehr selten legendäre Engramme bekomme, erwarte ich da nicht wirklich viel, dass ich sehr viel bekomme. Aber das war mal ein kleiner Strike, die Beschwörungsgruben. Wenn ich daran zurückdenke, mit Level 12 habe ich mit meinen Teammates fast eine Stunde gebraucht. Und jetzt haben wir den in 15 Minuten beendet. Also da merkt man schon den Unterschied, wie schnell das doch jetzt geht. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Destiny-Video wieder. Bis dahin, ciao!